Mehrere hunderttausend Ergebnisse liefert Google in weniger als einer Sekunde, wenn man das Stichwort Unternehmerinnen eingibt. Schön, dass Unternehmerinnen auf so vielen Internetseiten Thema sind. Herzlich willkommen zum neuen UTV-Magazin. Obwohl gerade kleine und mittlere Unternehmen eine herausragende Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielen, zögern viele Menschen, sich selbstständig zu machen. Die Gründerwoche Deutschland möchte das ändern. Die bundesweite Aktionswoche startet am 16. November unter der Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums. UnternehmerInnen-TV ist als offizieller Partner dabei. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Arsch hoch, Prinzessin! Dafür steht Motivations- und Mentaltrainerin Gabi Golling. Sie bezeichnet sich selbst als liebevolle Trittmeisterin. Einfach und effektiv, hier sind Tipps und Tricks für mehr Durchhaltevermögen in Job und Privatleben. Hallo, ich bin Gabi Golling und bei Arsch hoch, Prinzessin bekommen Sie von mir einen liebevollen Schubs auf dem Weg zu Ihrem nächstbesseren Selbst. Sicher kennen Sie ganz viele Arten, wie man Ziele mit sich selbst finden und vereinbaren kann. Und aus meiner 10-jährigen Erfahrung mit Führungskräften weiß ich, dass das den meisten auch ganz gut gelingt. Doch wenn es an die Umsetzung geht, dann verlieren ganz viele die Motivation und die notwendige Disziplin. Aus diesem Grund zeige ich Ihnen heute ein paar Varianten, mit denen Sie Ihren Disziplinmuskel stärken und Ihr Durchhaltevermögen trainieren können. Los geht's! Gesetzt den Fall, Sie haben sich vorgenommen, weniger zu kritisieren oder weniger zu jammern, dann kann so ein Armband ganz nützlich sein. Immer dann, wenn Sie sich selbst dabei erwischen, dass Sie wieder kritisiert oder gejammert haben, nehmen Sie das Armband, wechseln das Handgelenk und so machen Sie es jedes Mal, wenn Sie sich erwischen. Das Ziel ist, 21 Tage lang keinen Wechsel mehr vorzunehmen. Kennen Sie die Fleißbienchen früher aus der Schule? Genau das Prinzip können Sie auch für sich nutzen. Wenn Sie sich zum Beispiel vorgenommen haben, jeden Tag zu meditieren, dann geben Sie sich einen Fleißstempel, egal ob eine Minute oder 10 Minuten. Und am Ende der Reihe können Sie sich auf was richtig Schönes freuen, zum Beispiel eine tolle Massage. Viel Spaß! Den nächsten Tipp kennen Sie garantiert, wenn Sie schon mal aufgehört haben zu rauchen oder sich vorgenommen haben, weniger Süßes zu essen. Jedes Mal können Sie sich dafür belohnen, indem Sie sich Münzen parat legen und wenn Sie nicht geraucht, keinen Keks gegessen haben, belohnen Sie sich zum Beispiel mit einem Euro in das Sparschwein. Und Sie werden erstaunt sein, was nach wenigen Wochen da zusammenkommt. Kennen Sie den gut gemeinten Rat, dass Sie 2 Liter Wasser am Tag trinken sollten? Und viele fragen sich, wie soll ich das denn schaffen? Mein Tipp, machen Sie sich eine Liste. Und jedes Mal, wenn Sie ein Glas leer getrunken haben, dann kreuzen Sie es hier auf der Liste ab. In diesem Sinne, zum Wohl! Wir verlosen 3x2 Armbänder von Arsch hoch, Prinzessin. Schicken Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@unternehmerinnen.tv und schreiben Sie uns gemeinsam mit Ihrer besten Freundin, bei welchem Vorhaben Sie beide durch die Armbänder unterstützt werden sollen. Einsendeschluss ist der 14. November. Praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners. Über 500.000 Besucher bisher, eine großartige One-Woman-Show, das ist Cave Woman. In diesem Solostück rechnet Heike ausgiebig mit den selbsternannten Herren der Schöpfung ab. Oder finden Sie jetzt auch, dass man gleich einen Kontrolltick hat, nur weil man ab und zu mal das Verhalten seines Mannes überprüft? Oh nee, ey, boah, ey, oh. Der Mann ist doch immer der Erste, der offen in einer Beziehung pupst, ja? Oh, nee, ey. Wenn man heutzutage so als Frau, die einen Mann hat, ne, so nackt vorm Spiegel steht und reinguckt, denkt man eher, verdient hat das. Aber immer wenn ich anfange, den Tom zu reparieren, ja, dann sagt der zu mir, ich würde an ihm rumnörgeln. Nordic Walking. Nordisches Gehen am Stock. Mozzarella, Mortadella, heißt doch alles gleich.
Wir verlosen 3x2 Karten für die Show am 18. November um 20 Uhr in Hamburg. Wir möchten von Ihnen wissen, wie heißen die drei Schauspielerinnen, die abwechselnd mit Cavewoman auf Tour sind? Die Antwort mailen Sie uns an gewinnspiel@unternehmerinnen.tv. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 12. November. Schießerei, Verkehrsunfälle, Drogendelikte, Schlägereien, Rotlichtmilieu und das alles im Schichtdienst. Das Berufsbild der Polizei scheint auf den ersten Blick für viele alltags- und vor allen Dingen familienuntauglich. Sören, Johanna und Mira zeigen, wie es wunderbar funktionieren kann. Familie Lichte, das ist eine Polizistenehe mit Kleinkind. Traumberuf und Traumfamilie, Vereinbarkeit bei der Polizei. Als Schüler habe ich in der Apotheke gearbeitet und mein größter Wunsch war, in der Apotheke irgendwie vielleicht irgendwas zu machen und den Leuten dadurch zu helfen. Aber durch das ja wöchentliche und in den Ferien doch häufigere Jobben da, habe ich dann festgestellt, das ist so überhaupt nicht deins. Du willst irgendwie was Abwechslungsreiches machen, was Spannendes. Und dann habe ich während meiner Abi-Zeit eine Zeitungsannonce gesehen der Polizei und habe mich da spontan beworben. Das hat sofort geklappt und dann habe ich nach dem Abi kurz Urlaub gemacht und habe dann direkt den Einstieg ins Studium bei der Polizei gemacht. Meine Frau und ich, wir kennen uns noch nicht ganz so lange. Ich habe 2000 mit dem Studium bei der Polizei angefangen und bin dann Ende 2004 hier nach Soltau gekommen. Und meine Frau habe ich dann erst 5 Jahre später kennengelernt. Aber auch über die Polizei, da bin ich ganz froh drum. Also gäbe es die Polizei nicht, gäbe es uns nicht und dann hätte ich meine Familie nicht. Also von daher bin ich da sehr, sehr dankbar, dass das so sich gefügt hat, das Schicksal. Also ich habe direkt nach der Schule eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, zur Polizei zu gehen. Ich fand es gut, dass man die 3 Jahre Studium machen konnte und aber auch währenddessen schon Geld verdient hat. Und ich habe dann mich direkt beworben. Und dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt, weil ich mir einen Bänderriss zugezogen habe. Und dann musste ich es ein Jahr später nochmal versuchen, habe zwischendurch noch eine Lehre angefangen. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt mit dem Test. Und dann habe ich 2004 mit dem Studium angefangen bei der Polizei in Oldenburg. Und bin 2007 fertig geworden und war dann anschließend erstmal 2 Jahre in Oldenburg in der Bereitschaftspolizei. Und dann wollte ich gerne wieder ein bisschen näher an die Heimat. Ich komme gebürtig aus Hermannsburg, aus dem Landkreis Celle. Und habe mich hier nach Soltau beworben. Habe dann in einer Tatortgruppe gearbeitet, 3 Jahre lang. Und auch meinen Mann in der Zeit kennengelernt. Und bin dann schwanger geworden. Ja, dann überlegt man irgendwie ganz schnell, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man den Job organisiert, dass möglichst beide berufstätig bleiben können, beziehungsweise nicht allzu lange ausfallen, beziehungsweise kann man ja heutzutage auch überlegen, bleibe ich als Mann vielleicht zu Hause, mache ich Elternzeit, kann ich mir da Zeit für die Familie gönnen? Dann mussten wir uns überlegen natürlich, wer von uns zu Hause bleibt, beziehungsweise erstmal war klar, dass bei mir sich was verändert. Ich bin dann nach Soltau ins erste Fachkommissariat gekommen, weil man während der Schwangerschaft eben keinen Streifendienst mehr machen darf. Bei uns kam das damals so, dass als meine Frau schwanger wurde, wir ein Haus gebaut haben, finanziell, sag ich mal, ein paar Belastungen hatten und dann relativ schnell klar war, ja, diese Gehaltseinbußen wollen wir nicht unbedingt drauf verzichten. Wir kriegen das auch anders hin. Also durch den Schichtdienst an sich ist das schon ganz glücklich und dann hatten wir noch eine kleine Schicksalsfügung, die es mir ermöglicht hat, die ersten Monate zu Hause zu bleiben. Da war ich dann krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt, konnte nicht arbeiten und so konnte ich dann die ersten Monate mit meiner Frau und unserem Baby genießen. September 2013 unsere Tochter geboren worden und ich habe dann direkt nach der Mutterschutzzeit auch ein Jahr Elternzeit gemacht, war ein Jahr lang komplett zu Hause und habe dann im September 2014 wieder angefangen, hier im ersten Fachkommissariat zu arbeiten. Die wollten mich hier zum Glück weiterhin haben, das war ganz schön, ich fühle mich hier total wohl und habe jetzt momentan 16 Stunden, die ich wöchentlich arbeite. Ich kann mir meine Zeit relativ frei einteilen. Da muss ich sagen, das klappt mit den direkten Vorgesetzten hier sehr gut. Je nachdem, wie mein Mann arbeiten muss, wechseln wir uns mit der Betreuung unserer Tochter ab. Die geht noch nicht in die Kita und ist nicht bei einer Tagesmutter. Wir betreuen sie komplett zu Hause. Nochmal?
Es gibt bei der Polizei an manchen Standorten ja sogar die Möglichkeit, sein Kind auch mitzunehmen zur Arbeit. An manchen Standorten sind Kindertagesstätten tatsächlich auch schon eingerichtet, wo die Beamten dann ihr Kind abgeben können und die dann gut betreut sind. Und ich habe es tatsächlich schon mal so gemacht, dass ich auch mein Kind mit ins Büro genommen habe, als es einen Engpass gab, und die Kollegen waren alle ganz nett und Mira hat im Büro ein bisschen gespielt. Das geht natürlich nicht jeden Tag und auch nicht auf Dauer, aber als Notlösung ist das durchaus mal möglich und ich muss sagen, dass die Kollegen das auch ganz positiv aufgenommen haben. Wenn das Kind noch sehr klein ist, so wie unsere Tochter, muss ich tatsächlich sagen, dass das Wichtigste und Schönste zurzeit ist, dass ich mir das super einteilen kann und ich viel Zeit mit meiner Tochter auch verbringen kann und auch mal mit meinem Mann und meiner Tochter zusammen. Und aktuell an meinem Job finde ich einfach positiv, die Kollegen sind alle super, haben total viel Verständnis auch dafür, dass ich eben nicht so oft da bin und auch wenig flexibel bin. Und generell ist es für mich eigentlich auch mal ein guter Ausgleich vom Mama-Sein, die 16 Stunden die Woche einfach auch mal was anderes zu machen und im Beruf zu bleiben. Generell muss ich sagen, mit dem Schichtdienst ist es super mit einem kleinen Kind, weil ich tagsüber viel zu Hause bin, vor der Nachtschicht, vor dem Spätdienst und viel von meiner kleinen Tochter habe. Muss man mal sehen, wenn sie dann irgendwann in den Kindergarten kommt, wie sich das dann ja vereinbaren lässt. Ob dann vielleicht ein Tagesdienstposten mit Gleitzeit, so wie meine Frau das jetzt macht, vielleicht angenehmer ist oder so. Aber zurzeit bin ich sehr zufrieden, dass das mit dem Schichtdienst und dem Elternsein so gut klappt. Aus fast nichts viel machen. Unsere Lifehacks sind kleine Bastelwunder, auch für die linkesten aller linken Hände. Ein schlichtes Blatt Papier als Verpackungswunder im Büro oder als pfiffige Idee für ein Geschenk. Unsere Lifehack-Spezialistin Annika Schön zeigt, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lifehack mit Annika Schön von der Agenturmarke Ich. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie sich ganz einfach mit einem DIN A4-Blatt Papier behelfen können, wenn Sie gerade kein CD-Cover zur Hand haben, aber eine CD verpacken müssen, die Sie vielleicht wegheften wollen oder aber verschenken. Zum Beispiel mit den Urlaubsfotos vom letzten Urlaub für die Freunde oder aber mit zum Beispiel Logodateien für den Kunden. Wir haben hier eine CD, die wollen wir für den Kunden verpacken. Die Labels sind uns ausgegangen, beziehungsweise die Cover. Passiert natürlich im wirklichen Leben nie. Man nimmt ein DIN A4-Blatt Papier, legt die CD darauf zum unteren Ende, dass sie dort anstößt, klappt dann die Flügel an der Seite rüber. Das sollte idealerweise auf beiden Seiten der gleiche Abstand sein. Dann wird es einmal möglichst sauber gefaltet. Dann schieben Sie die CD ein kleines Stückchen hoch, falten dann das untere Ende ungefähr bis zur Mitte der CD nach oben. Machen dann hier oben eine Lasche, knicken die Ecken so weit rein bis an die Kante des Teils, das Sie schon reingefaltet haben. Dann nehmen wir die CD einmal wieder raus. Sieht unlogisch aus, ist es aber nicht. Stecken Sie hier wieder ein. Sie bleibt weiterhin gut geschützt, weil von allen Seiten Papier um sie herum liegt. Und dann klappen Sie die Lasche von oben über, schieben es hier drunter, bis es sauber einfasst und Sie ans Ende der CD stoßen hier. Und dann falzen Sie einfach die Kante glatt und haben ein ganz wunderbares CD-Cover. Es rutscht auch nicht raus. Und was besonders charmant ist an der Geschichte, man hat es ja oft, dass man eine CD bekommt und dann legt man die irgendwo hin, womöglich mit 100 anderen CDs in eine Kiste und findet die dann richtig nicht mehr wieder, muss sie einzeln durchgucken. Das finde ich persönlich sehr nervig. Ich hefte CDs lieber ab. Sie können diese Hülle noch lochen. Dann nehmen wir die CD zur Sicherheit einmal raus, schieben das Ganze in einen ganz normalen Locher ein. Der beißt einmal zu. Dann stecken Sie Ihre CD wieder ein. Machen es oben wieder zu, schließen es also wieder und können dann das Ganze in einem ganz normalen Leitsordner zu den entsprechenden Unterlagen mit abheften. Es ist deshalb so nett, weil es nicht so aufträgt. Wenn Sie so ein Plastikcase haben, dann haben Sie irgendwann so Beulen da drin, das ist eben nicht so schön. Das Ganze kann man auch noch perfektionieren, wenn Sie einen Farblaserdrucker zur Hand haben. Können Sie zum Beispiel einfach ein Muster Ihrer Wahl da drauf drucken,
Die andere Seite bleibt weiß, die brauchen sie ja nicht, zum Beispiel mit ihrem Firmennamen, wenn es was für einen Kunden ist. Und gefaltet sieht das Ganze dann so aus. So können Sie gleich ein bisschen Branding betreiben. Viel Spaß beim Umsetzen, Ihre Annika Schön. Mehr Lifehacks zum Nachbauen finden Sie auf unternehmerinnen.tv. Viele Stunden des Tages verbringen wir mit unserer Arbeit, ob in einer großen Firma oder als Selbstständige. Ganz unterschiedlich sind da die Gründe, die einen Job eher sehr geliebt oder eher verhasst machen. Was macht einen guten Job für Sie aus? Unser UTV-Reporter-Team war wieder unterwegs, um Ihre Meinung zu hören. Was ist Ihnen im Job wichtig? Worauf kommt es für Sie an? Das Gehalt und das Klima der Arbeitskollegen. Die Arbeit muss halt Spaß machen. Mir ist es wichtig, dass mein Beruf mir Spaß macht, dass ich gerne zur Arbeit fahre, dass es abwechslungsreich ist, dass ich keine Langeweile aufkommt. Mir ist es auch ganz wichtig, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. In erster Linie auf jeden Fall nicht auf das Geld. Das Thema habe ich nämlich gerade zufällig auf der Arbeit. Eigentlich geht es mir um die Atmosphäre, um die Arbeitsatmosphäre, um die Kollegen und das ganze Feeling, was da herrscht. Mir ist es im Job wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben. Ich arbeite im GOP-Theater, was hier direkt um die Ecke ist. Allerdings nicht in Bremen, sondern in Essen, was ja ungefähr aufs Gleiche rauskommt. Ich habe Spaß dran, es ist ein cooler Job, es ist abwechslungsreich. Ich arbeite in einem coolen Team zusammen. Und das ist halt auch so, was die Hauptsache der Motivation ausmacht. Ja, erstmal Gehalt. Ja, und Klima, ne? Das Arbeitsklima. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass ich jeden Morgen aufstehe und mich freue auf meinen Job, auf meine Arbeit. Und ja, das ist mir so das wirklich Wichtigste. Es geht mir gar nicht mal so ums Gehalt, also das ist eher zweitrangig. Zufriedenheit. Mitarbeiter, dass wir uns untereinander verstehen, dass man davon leben kann. Ganz wichtig ist natürlich, dass der Job einem Spaß macht und einen erfüllt. Und dafür gehört für mich auch ein gesundes Maß an Selbstbestimmung im Beruf. Dass man sich mit Dingen beschäftigt, die einen wirklich interessieren. Mir kommt es speziell darauf an, dass man sich halt mit den Kollegen gut versteht. Also ich denke in erster Linie, dass man die Arbeit selber gestalten kann, nicht? Inhaltlich und am besten auch von dem zeitlichen Ablauf. Also so viel wie möglich selber machen kann und ansonsten zuverlässige Mitarbeiter hat und den Erfolg dann sehen kann. Dass die Arbeit Spaß macht, klar. Kollegen gut sind. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Mehr Umfragen zu verschiedensten Themen wie Work-Life-Balance, Selbstständigkeit oder Vereinbarkeit sehen Sie auf unternehmerinnen.tv. Wie die Zahlen 1 bis 10 im Chinesischen ausgesprochen werden, haben wir uns dank unseres Sprachgenies Lisa mehr oder weniger schon aneignen können. Dass unter dem harmlos klingenden Zahlenwerk auch wahre Glücksbringer stecken, erfahren wir in dieser Ausgabe unserer kleinen internationalen Reihe. Doch Vorsicht! Einer Zahl möchte man dann doch lieber nicht zu oft begegnen. In China spielt Aberglaube auch eine große Rolle und die Bedeutung von Zahlen. Lisa, was sind denn die Glückszahlen in der chinesischen Sprache? Also die Glückszahlen sind 9, 8 und 6. Was ist da die Bedeutung? Also bei 9 bedeutet es ein langes Leben und lange Liebe. Und die anderen beiden? Also bei der 8 bedeutet es, dass man reich ist und es wird auch sehr beliebt von den Geschäftsleuten, die Zahl. Und die 6? Also die bedeutet, dass was man machen will, kann man machen und es geht alles sehr glatt. Dann gibt es ja bestimmt auch Zahlen, die Unglück bringen, oder? Ja, die 4, die bedeutet die gleiche Bedeutung wie Tod. Ach so, das Wort, wenn man es ausspricht, wie heißt das? Si, das ist die Zahl und Tod wäre dann Si. Und wo versuchen Leute, diese Zahlen unterzubringen oder eben, wie im gerade angesprochenen Fall, zu vermeiden? Also in der Autonummer, in der Telefonnummer und im Mobilnummer. Und hast du eine Glückszahl, die bei dir irgendwo untergebracht ist? Nein, aber die 9. Ich bin ja gerade 9. Beförderung, Geburtstag, Hochzeit, Berufsabschluss oder einfach mal so zwischendurch. Hier ist unsere UTV-Grußbox.
Ich grüße meinen Mann, der gerade noch unterwegs ist. Ich freue mich gleich, dass er gleich wiederkommt und wir uns endlich wiedersehen. Ach, wie schön. Dann grüße ich meine Mama. Hallo Jackie. Wir haben diesen neuen Kanal gefunden, UnternehmerInnen-TV, und wir dachten, das wäre voll was für dich. Wir sind jetzt hier gerade in Bremen unterwegs und trinken ein Aperol auf dich und dein neues Unternehmen. Tschüss. Ich grüße halt alle, die mich kennen. Ja. Und wen grüßen wir? Ganz liebe Grüße an die Eltern. Say hi, greetings from Bremen. We're here on the weekend together to visit some friends. And greetings to all my friends who know me in the world. Alles Gute, oder? Ich bin's. Ich möchte gern Viktor Skripnik und die ganze Mannschaft von Werder grüßen und das wird schon wieder, Jungs. Wem möchtest du mal Hallo sagen? Alle, die mich kennen. Meine Freunde, Johannes. Ja. Mama und Papa. Zwei hinter dir stehen, aber, oder? Und meine Freunde. Und die Freunde. Ja, dann grüße ich meine Eltern. Hallo Mama, Papa. Und meine Schwestern. Ich grüße Jasmin Sage. Dann grüße ich meine Studenten von der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Ich grüße meine Kollegen von der Telekom. Wir sehen uns ja morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Sie möchten auch jemanden grüßen? Schicken Sie uns einen Videogruß per Mail an grußbox@unternehmerinnen.tv. Boote, Yachten und aktuelle Trends im Bootssport. Vom 31. Oktober an öffnet die Hanseboot 2015 ihre Tore in Hamburg. Rund 550 Aussteller sind dabei, mit zahlreichen Booten und vielen Neuheiten für Profis, Einsteiger und Freizeitskipper. Vom Schlauchboot bis zur Großjacht. Wir verlosen 2x2 Karten für die Hanseboot. Kinder und Jugendliche haben generell freien Eintritt. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welches Land ist in diesem Jahr Partner der Hanseboot? Die Antwort mailen Sie uns an gewinnspiel@unternehmerinnen.tv. Einsendeschluss ist Sonntag, der 25. Oktober. Rat und Meinung von anderen Fachleuten hilft. Und das funktioniert ganz ohne Konkurrenz, dank der Kooperation ganz wunderbar. Unternehmerinnen sind in Stadt und Land gut vernetzt und organisiert. Hier sind aktuelle Termine und Angebote. Bist du sauer? Was sich hinter diesem alltäglichen Satz verbirgt, erläutert uns Sabine Precht, Heilpraktikerin aus Frieling, am 11.11. ab 20 Uhr im Gasthaus Meier in Jettebruch. Hektik und Stress, die Lebensgewohnheiten, die Essgewohnheiten, alles das führt zur Übersäuerung im Körper, sagt Sabine Precht. Und welche Maßnahmen wir ergreifen können, um dem entgegenzuwirken, das wird sie uns an diesem Abend vermitteln. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und auf die Tipps, die wir an diesem Abend vermittelt bekommen. Karin Becker ist schon langes Mitglied bei Frauenunternehmen, Heilpraktikerin und Osteopathin. Bei ihr wird es im Vortrag darum gehen, was die Haltung mit uns bei der Arbeit macht. Gemeint ist damit nicht die innere Haltung, die auch sicher wichtig ist, nein, es ist gemeint die äußere Haltung. Wie bewege ich mich in meinem Beruf? Wenn ich viel stehen muss, wie stehe ich? Wenn ich viel sitzen muss, wie sitze ich? Und wie können wir das positiv für uns beeinflussen, damit wir mehr Schwung haben für die Arbeit? Wir freuen uns auf alle, die sich anmelden. Anmelden bitte beim Vorstand unter vorsitz1@frauenunternehmen.de. Am 3. November freuen wir uns ganz besonders auf einen Vortrag zum Thema Selbstmanagement, vorgetragen von einer Unternehmerin.
Interessierte Gäste, die einfach nur mal reinschnuppern wollen, sind mit einem kleinen Kostenbeitrag von 10 Euro dabei. Im Anschluss findet unser Treffen wie gewohnt statt. Das heißt also, wir tauschen uns aus, weil zu erzählen gibt es immer eine ganze Menge und da freuen wir uns sehr drauf. Führungskräfte und Wiedereinsteigerinnen. Das Themeninteresse verbindet sie. Die Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft bieten die passenden Vorträge und Seminare. Mit Spaß gibt's jede Menge Wissen, Austausch und Selbstbewusstsein. In der ersten Novemberwoche findet in den berufsbildenden Schulen in Soltau der Informationstag zum Thema Teilzeitausbildung in der Altenpflege statt. Unser Angebot für Existenzgründerinnen findet im nächsten Halbjahr als dreitägiges Kompaktseminar statt. Der erste Termin hierfür ist der 5. November und das Ganze startet von 9 bis 16 Uhr bei uns in der Koordinierungsstelle. Am 11.11. findet in der Koordinierungsstelle ein Workshop zum Thema Perfektionismus statt. Gut, besser, katastrophal, wenn es soll, zum Muss wird. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Celle haben wir am 12. November in Bad Fallingbostel wieder unser Seminar Zurück in den Beruf im Angebot. Das Ganze beginnt um 9.30 Uhr und geht bis 11.30 Uhr. Eine Typ- und Stilberatung bietet Frau Beate Paten bei uns in der Koordinierungsstelle am 19.11. an. Ebenfalls am 19.11. findet der zweite Teil unseres Workshops Erfolgreich in die Selbstständigkeit statt, wieder von 9 bis 16 Uhr bei uns in der Koordinierungsstelle. Rechtsanwältin Frau Annette Günther gibt am 26.11. einen Überblick über das Thema Trennung und Scheidung. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit in Celle und der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe organisieren wir am 26.11. eine Kooperationsveranstaltung mit dem Titel Flagge zeigen. Diese richtet sich vorrangig an Migrantinnen und Migranten und es geht um das Thema Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse. Am 26.11. findet im Schriebershof in Bad Fallingbostel ein Vortrag zum Thema Pflegebedürftigkeit statt. Gemeinsam mit der Volkshochschule Heidekreis bieten wir viele Angebote für Weiterbildungsinteressierte an. Das war das UTV-Magazin. All unsere Beiträge können Sie auf unternehmerinnen.tv auch einzeln ansehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden auf unserer Facebook-Seite, bei Twitter und im Newsletter. Und wenn auch Sie bei UTV mitmachen möchten, alle Infos finden Sie auf unserer Homepage. UTV. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Wir sehen uns.